Herzlich willkommen zum Schmeckt den Süden Fernsehen. Heute mit Georg Bartha vom Gasthaus Ochsen in Sternenfels-Stiefenbach. Er kocht für Sie das Gericht Koteletts auf andere Art. Vom Metzger holen wir uns Koteletts vom Jungschwein aus der Region. Die Koteletts klopfen wir nun leicht an. Dann das Mutschel- oder Paniermehl mit Pfeffer, Salz, leicht angebratenen Zwiebeln, etwas Speck, frischen Champignons und Kräutern verfeinern. Die panierten Koteletts tauchen wir kurz in kalte Milch und wenden diese im verfeinerten Paniermehl. In der heißen Pfanne so lange anbraten lassen, bis sie auf beiden Seiten goldbraun sind. Für die Zubereitung des Gemüses schälen und halbieren wir zunächst die Äpfel in Scheiben und geben etwas Rieslingwein darüber, damit die Apfelscheiben nicht braun werden. Dann schneiden wir ein bis zwei Zwiebeln in kleine Scheiben und geben diese den Äpfeln bei. Ein Löffel voll Rosinen rundet dabei den Geschmack ab. Kurz durchmischen und anschließend leicht im Raps- oder Traubenkernöl anschwenken. Nach ein paar Minuten mit einem guten Rotwein ablöschen. Als nächstes bereiten wir den Teig für die Schupfnudeln vor. Hierfür nehmen wir Kartoffeln, 4 Eigelb, Mehl sowie etwas Kartoffelstärke und schmecken alles mit Salz und einer Prise Muskat ab. Die Kartoffelnudeln schupfen und einzelne Nudeln daraus rollen. Die Schupfnudeln kochen wir nun so lange im Wasser, bis sie im Topf oben schwimmen und uns somit anzeigen, dass sie fertig sind. Die Schupfnudeln abschwenken und rasch noch in Schmalz oder Butter ein paar Minuten anbraten. Und nun alles schön anrichten. Georg Bartha kochte für Sie das Rezept Koteletts auf andere Art aus dem 1901 erschienenen Kochbuch für den täglichen Gebrauch für junge Frauen und Mädchen. Guten Appetit!